Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Historische Ereignisse und viel Handlungsbedarf. Wir haben spannende Themen für Sie herausgesucht. Die einen mögen es als Herausforderung sehen, die anderen finden es interessant, bei diesen historischen Ereignissen dabei zu sein. Und ich habe Ihnen eine Zusammenstellung der aus unserer Perspektiven der wichtigsten Themen mitgebracht. Wir steigen zunächst ein in das, was wir sehr gut wissen. Das sind die Marktbewegungen, die wir in der Vergangenheit beobachten konnten. Auch hier sehen Sie mal die kurzfristige Perspektive. Der blaue Balken, das ist die Entwicklung in den vergangenen 4 Wochen. Der graue Balken, die Entwicklung seit dem Jahresbeginn 2020. Und was natürlich schon mal interessant ist, festzuhalten, dass wir, obwohl wir diesen künstlichen Tiefschlaf der Wirtschaft haben und obwohl wir spektakulär schlechte Konjunkturergebnisse sehen und auch mit Sicherheit im zweiten Quartal noch desaströse Ergebnisse vor uns haben, ist der globale Aktienmarkt gemessen am MSCI World nur rund 8% im Minus. Also bei weitem nicht das, was man erwarten würde, wenn man über einen Konjunktureinbruch historischen Ausmaßes spricht. Aber auch das wird schon klar, wenn Sie den Blick weiterhin wenden, beispielsweise auf die Schwellenländer, dann sehen Sie das Minus bei 16,4%. Und auch das ist ein Aspekt, auf den ich noch tiefer eingehen möchte. Es wird ja momentan viel darüber gesprochen, dass sich die Börse abgekoppelt hat von der echten Wirtschaft. Und ich möchte Ihnen versuchen, auch zu erläutern, dass nicht vielleicht die Börse sich abgekoppelt hat von der Wirtschaft. Das ist ein Teilsegment, sondern dass insbesondere die Kapitalmarktindizes, also die Aktienmärkte, die wir stark im Fokus haben als Anleger, das ist eben typischerweise S&P 500 in den USA. Das ist die Nasdaq als Technologiebörse. Dass insbesondere diese Märkte eine deutliche Differenz zur Konjunktur zeigen, weil eben auch die Indizes aufgrund ihrer Zusammensetzung sich deutlich von dem unterscheiden, was wir alle als breite Wirtschaft definieren würden. Gold, eine Vermögensklasse, von der wir schon seit Jahren ein großer Fan sind. Unsere langjährigen Kunden wissen das. Im Jahr 2007 war das ein sehr, sehr großes Thema. Die Quoten hier auch entsprechend aufgebaut, auch im Jahr 2019 nochmal die Quoten nach oben genommen. Und ich denke auch, ohne heute nochmal zu sehr auf das Thema Gold einzugehen, der Aspekt ist klar. Die Argumente für Gold sind nach wie vor intakt. Wir sehen eine Verschuldung, die auf der ganzen Welt ansteigt. Wir sehen parallel dazu sich ausweitende Notenbankbilanzen in historisch einmaligem Ausmaß. Das habe ich Ihnen auch gleich noch als Chart mitgebracht. Wir sehen Zinsen, die wahrscheinlich nicht steigen können aufgrund der Verschuldungssituation. Und wir sehen eine Inflation, die tendenziell das Potenzial hat, eher zu steigen als zu fallen. Von daher, die Argumente für Gold, die sind intakt. Auf der anderen Seite gilt auch für Gold, so gut die Argumente auch sein sollten im aktuellen Umfeld, die Dosis macht das Gift, alles nur auf eine Vermögensklasse zu setzen, wie es jedoch vereinzelt vorkommt oder wie der eine oder andere Buchautor mal nahelegt, das hat natürlich nichts mit Investitionen und Vermögensstrukturierung zu tun, sondern ist eine plumpe Wette. Dann das Thema Rohstoffe. Da steckt natürlich Öl mit drin und Sie sehen trotz der Erholung in den vergangenen 4 Wochen auf Jahresbeginnbasis minus 41%. Und der Anleihemarkt, der hat eigentlich ganz gut getan, was er tun sollte. Der hat eben auf relativer Basis sich stabiler gehalten als der Aktienmarkt. Sie sehen schon hier 3,2% entsprechend hier der Aufschlag und Euro-Dollar. Relativ unspektakulär, aber auch eins der Themen, was wir uns gleich im Kontext des geplanten Wiederaufbaufonds nochmal genauer anschauen werden. Wenn wir die kurzfristige Perspektive verlassen und den Blick auf die 5-Jahres-Dimension ausweiten, dann stellen wir fest, dass sich die Märkte sehr unterschiedlich verhalten haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sehen es hier, Aktien global, der Aufschlag rund 35% über 5 Jahre. Und Sie sehen es aber hier unten, Aktien Europa in Rot dargestellt, der Aufschlag nur 2,7%. Und das bereits ein Beispiel, was ich auch hier im Fokus haben möchte, dass wir uns klar machen, dass es nicht den Aktienmarkt gibt. Der Aktienmarkt ist mit Sicherheit nicht der DAX, der vor der Tagesschau präsentiert wird. Der DAX ist auch nicht ein paar ausgewählte Aktien, die Sie selbst im Depot haben, sondern der Aktienmarkt, der muss auf globaler Ebene betrachtet werden und dann nach den verschiedenen Regionen oder vielleicht noch wichtiger nach den verschiedenen Sektoren und den Charakteristika der zugrunde liegenden Aktien betrachtet werden. Da sehen Sie schon diese relativen Differenzen. Das heißt, ein Anleger, der vor 5 Jahren 100 Euro in den globalen Aktienmarkt investiert hat, der sieht heute bei sich
134 € als Gegenwert im Depot und jemand, der europäische Aktien gekauft hat, der sieht eben 103 € knapp. Und Sie sehen schon diese relativen Differenzen, die sind natürlich erheblich und das ein Punkt, den wir aktuell sehr stark sehen, dass die Konzentrationsrisiken in den Aktienportfolios steigen, dass wir insbesondere in den USA feststellen, dass das Handelsvolumen und die Handelsaktivität von privaten Anlegern massiv nach oben gestiegen ist. Also die Volumen, die Transaktionen, die haben sich im Millionenbereich wirklich vervielfacht und da wird tendenziell auch das gekauft, was man kennt, was in der aktuellen Rallye profitiert hat, also eben die Technologietitel. Und von daher ist es schon so, dass wir hier ein spekulatives Moment auch nochmal in den gefragten Aktien haben. Und dieses spekulative Moment schiebt die Aktien nochmal nach oben. Und das erhöht natürlich tendenziell auch die Risikoseite, weil ich glaube, es ist allen klar, auch gute Geschäftsmodelle, auch plausible Geschäftsmodelle, die können einfach zu teuer sein. Von daher der Blick auf die Charakteristika des Aktienportfolios, das sollte im jetzigen Umfeld für jeden Anleger nicht die Kür sein, sondern tatsächlich die Pflicht. Wie man das macht, habe ich Ihnen im weiteren Verlauf auch nochmal dargestellt. Aber wenn wir hier bei der 5-Jahres-Perspektive bleiben, Sie sehen isoliert betrachtet, Gold hat da den Aktienmarkt outperformed. Wenn Sie den Betrachtungszeitraum wieder etwas ändern, Sie wissen, Gold stand ja auch mal jenseits der 1800 Dollar, ging dann nach unten, lief lange seitwärts. Also dann verändert sich die Favoritenthematik wieder. Aber ich glaube, wir sind uns ja alle einig, es sollte nicht heißen Aktien oder Gold oder Anleihen, sondern es sollte ein entsprechender Mix sein, der grundsätzlich breit gestreut ist, der dann eben im Zeitverlauf etwas angepasst wird. Aber wir sollten uns nie nur auf eine einzelne Vermögensklasse fokussieren. Wenn wir den Blick auf die Konjunktur werfen, dann sage ich Ihnen nichts Neues. Die Konjunkturdaten für Deutschland wurden entsprechend hier auch mitgeteilt. Wir haben Deutschland natürlich die Quartalsveränderung hier in den türkisblauen Balken, -2,2%. Die Veränderung geben dem Vorjahr -2,3%. Also das die Werte für das erste Quartal 2020. Wir sind alle, glaube ich, uns einig, dass natürlich der nächste Balken, den wir hier sehen werden, der wird deutlich negativer sein. Ob das dann -5, -6 oder -7% sind, das wird die große Frage sein. Ob sich das Ganze in Q3 nochmal fortsetzt mit negativen Werten oder ob man in Q3 schon eine Stabilisierung feststellt, das wird sehr stark davon abhängen, wie der Konsument sich verhält. Und da müssen wir momentan ganz klar konstatieren, das ist ein Stochern im Nebel. Von daher, da gibt es viele Meinungen, die versuchen, das abzugreifen. Man schaut auf Echtzeitindikatoren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Leute bewegen. Also auf Basis von Handydaten dann auch nachzuvollziehen, sind die Leute wieder mehr im Büro, sind die auf dem Weg zur Arbeit, sind die doch vielleicht eher in Parks und Ähnlichem. Wie lang ist die Aufenthaltsdauer in beispielsweise Restaurants? Also all diese Daten versucht man hier zu ermitteln, sogenannte Real-Time-Indikatoren. Aber ich denke auch, das ist jetzt nicht ein Indikator, der Ihnen hilft, jetzt auf strategischer Ebene hier die Aktienquote zu steuern. Was diese Woche sehr positiv aufgenommen wurde, und Deutschland ist natürlich als exportabhängige Nation hier auch ein durchaus guter Indikator, ist der IFO-Geschäftsklimaindex. Hier werden Unternehmen befragt, zum einen zu ihren Erwartungen für die nächsten Monate, das sehen Sie in dunkelblau, und zudem zur aktuellen Lage, das sehen Sie in rot. Und wir stellen auch auf jeden Fall schon mal fest, dass ja bereits vor dem Corona-Schock die entsprechenden Einschätzungen hier nach unten gingen. Sie wissen, Deutschland im Jahr 2019 nur sehr knapp an der Rezession vorbeigeschrammt und Corona hat uns jetzt hier eben in diese Rezession geschubst. Und das sehen Sie auch hier in diesem grauen Balken, der zeigt nämlich Rezessionen an. Und die große Frage wird dann eben sein, wie breit wird dieser braue Balken sein? Also sprich, wie lange werden wir uns in der Rezession befinden? Aber was positiv überrascht hat bei den aktuellen Daten, das sehen Sie dann hier unten dargestellt, bei denen Sie die Monatsdaten besser nachvollziehen können. Da sehen Sie eben in blau die Erwartungskomponente und da sehen Sie, die hat sich ein gutes Stück nach oben bewegt. Aber auch wenn wir das wieder im Kontext über längere Betrachtungszeiträume sehen, dann sehen Sie doch hier, da ist natürlich auch noch ordentlich Luft, wenn wir sehen, von wo wir da kommen. Aber insbesondere die Exporterwartung in der Industrie, das hat man als Hoffnungsschimmer entsprechend auch hier wahrgenommen. Zumindest wurde es derart interpretiert. Das heißt, die Mainstream-Meinung sieht momentan so aus. Das erste Quartal war natürlich schlecht. Da haben wir aber nur wenige Wochen von Corona-Schock enthalten. Das zweite Quartal wird desaströs sein, weil wir uns natürlich hier
voll im Lockdown befinden, respektive auch die Lockerungsmaßnahmen nur sehr langsam natürlich sich auswirken. Und dann muss man sehen, wie ist das dritte Quartal. Und wenn Sie das auf der Konjunkturebene noch ein bisschen weiterspielen und sagen, was werden die Unternehmen aus diesen Konjunkturerwartungen machen, wie werden die entsprechend hier kommunizieren, gilt eben auch das Gleiche. Die Umsätze, die Gewinndaten für das zweite Quartal, die werden sehr schlecht sein. Die für das dritte Quartal werden als mittelmäßig erwartet. Und nun versucht man eben herauszufinden, wie könnte denn sich das Ganze im vierten Quartal respektive in 2021 darstellen. Und da ist die allgemeine Einschätzung, dass man sagt, es wird eine Erholung geben in 2021. Die wird stärker sein als der Rückgang, den wir 2020 gesehen haben. Aber hier gilt wieder die klassische In- und Auf-100-Rechnung. Wenn Sie eben von 100 8% nach unten gehen, dann sind Sie eben bei 92. Und wenn Sie von 92 8% nach oben gehen, dann sind Sie noch nicht wieder bei 100. Also von daher wird man das Ganze dann mal genau betrachten müssen. Aber das zumindest aktuell das, was man aus den Einschätzungen herauslesen kann. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Die Visibilität ist hier nach wie vor nicht besonders gut. Sie wird jetzt sukzessive besser. Und dementsprechend der Blick wird weiterhin über die schlechten Daten der Realwirtschaft hinaus, die wir in den nächsten Wochen sicherlich haben werden, eben nach vorne gerichtet werden. Neben den Unternehmen ist es natürlich wichtig, auf den Konsumenten zu achten. Wie wird er sich verhalten? Wird er sparen? Wird er Schulden zurückbezahlen? Wie wird er sich konkret hier aufstellen bei dieser Verunsicherung? Und da sehen Sie mal das GfK-Konsumklimaindex und da sehen Sie diesen historisch spektakulären Einbruch, den wir im Rahmen dieser Corona-Pandemie respektive der Folgen natürlich auch des Lockdowns bzw. des Shutdowns sehen mussten. Und jetzt sehen Sie auch hier unten bei den jüngsten Daten so eine leichte Erholung nach oben. Und das natürlich Balsam auch für die Seelen. Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass wir uns hier in den nächsten Datenpunkten auch entsprechend nach oben bewegen werden. Das Ganze wird davon abhängen, ob speziell natürlich in Deutschland aus Personen, die sich momentan in Kurzarbeit befinden, ob dann wirklich Arbeitslose draus werden. Klar, das hat sehr starke Auswirkungen auf die Konsumfreudigkeit. Wenn die Arbeitslosenquoten steigen, dann drückt das natürlich auf die Stimmung. Das setzt sich im Bekanntenkreis und Ähnliches fort. Die Vorsicht geht nach oben. Man wird weniger konsumieren. Man wird ein bisschen mehr sparen für schlechte Zeiten. Also von daher der Blick auf den Konsument unheimlich wichtig. Aber der Konsument ist eben nicht klar einzuschätzen, egal wie viel Sie da analysieren und interpretieren. Man muss da einfach die Datenpunkte abwarten. Und dementsprechend ist es auch so schwer im aktuellen Umfeld mit klassischen Indikatoren für die Aktienmarktbewertung heranzugehen, weil vieles einfach davon abhängig ist. Was macht der Konsument? Wie wirkt sich das auf die Unternehmensgewinne aus? Und dann haben Sie eben diese hohe Bandbreite und diese hohe Bandbreite erklärt. Natürlich auch die sehr große Spannbreite an Meinungen zu den Kapitalmarktpreisen. Die einen, die sagen, naja klar, wir sehen entsprechende Effekte in der Zukunft. Die Wirtschaft wird sich wieder normalisieren. Es wird ein bisschen dauern, aber sie wird sich normalisieren. Und da die Zinsen niedrig bleiben und die Überschussliquidität aufgrund der ganzen Intervention im System bleibt, müssen die Aktienmärkte neue Allzeithochs erreichen. Die anderen sagen, nein, die Rezession liegt erst noch vor uns. Die Daten werden extrem schlecht sein. Man muss die Gelegenheit jetzt nutzen zu verkaufen. Und Sie können beide Seiten gut begründen, weswegen wir auch weiterhin ein Freund davon sind, die strategische Perspektive hier nicht zu verlieren und sich vor allem nicht zu einseitig auf eines der beiden Szenarien hin zu positionieren. Worauf wir in der nächsten Zeit mit Sicherheit stark schauen werden, ist die Differenz der realen Daten, die hereinkommen, mit den Erwartungen, also einen Abgleich zwischen Erwartungen und Realität vorzunehmen. Und auch da sehen Sie schon bei diesen Überraschungsindizes, die von der Citigroup berechnet werden, relativ simpel. Alles, was hier unterhalb der Nulllinie ist, heißt, die Daten kamen deutlich schlechter herein als das, was man erwartet hat. Sie sehen das hier im Speziellen noch für die Eurozone hier unten. Also das natürlich schon auch Werte. Von daher, wenn wir hier eine Bewegung nach oben sehen, glaube ich, auch das etwas, was die Kapitalmärkte positiv zur Kenntnis nehmen. Vielleicht auch etwas, was bereits in den Kapitalmarktpreisen reflektiert wird und erklärt vielleicht auch, warum wir Maßnahmen haben wie das, was wir momentan hier als Wiederaufbaufonds betrachten. Dazu aber an dieser Stelle gleich mehr. Europa im Fokus. Das große Thema ist natürlich dieser Wiederaufbaufonds. Die Kritiker sagen, warum heißt das überhaupt Wiederaufbaufonds? Es wurde doch gar nichts zerstört. Die Fabriken sind noch da, die Straßen sind noch intakt. Zumindest
so intakt, wie sie vorher waren. Also wir hatten ja keinen Krieg, wir hatten ja keine Zerstörung und sagen dann ordnungspolitisch, na ja, das ist jetzt wieder nur eine Umverteilung vom Norden in den Süden. Andere Marktteilnehmer sagen, na ja gut, wir haben jetzt endlich mal mehr Integration in Europa und das ist positiv. Und ich möchte das Ganze nun mal mit einem Blick in die Vergangenheit etwas für Sie einordnen. Zunächst, was Sie hier sehen, das sind die Risikoaufschläge, also die Zinsdifferenzen, die Länder wie Portugal, Italien und Spanien im Vergleich zu kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen hatten. Also wir vergleichen die Renditen, die verschiedene Staaten mit unterschiedlicher Bonität am Kapitalmarkt zahlen mussten, um Kredite aufzunehmen. Und da sehen Sie, es war in der Historie ganz normal, dass Länder wie Spanien, das sehen Sie in diesem Orange, oder auch Italien, es war ganz normal, dass sie entsprechend einen Aufschlag gegenüber Deutschland zahlen mussten. Die Verschuldung war höher, die Leistungsfähigkeit war geringer, die Wahrscheinlichkeit, sein Geld wirklich zurückzubekommen, war eine andere. Und dementsprechend hat sich dieses höhere Risiko in höheren Zinsen eben niedergeschlagen. Dann haben wir dieses Projekt des Euros und Sie sehen schon, dass in diesem Maße haben wir eine Konvergenz gesehen. Die Zinskonvergenz ist verschwunden. Das heißt, wir haben gesehen, dass man unabhängig von der Bonität des Landes, unabhängig von der Historie des Landes, die gezeigt hat, wie gut oder schlecht man Schulden auch zurückzahlt, gab es hier keine großen Zinsdifferenzen mehr. Das heißt, die Länder speziell aus der Europeripherie, aber beispielsweise auch Frankreich, die hatten auf einmal die Thematik, dass sie sich deutlich günstiger am Markt refinanzieren konnten. Dementsprechend konnte man sich höhere Schulden erlauben, weil niedrigere Zinsen erlauben natürlich höhere Schulden. Und dementsprechend hatten wir schon mal so ein kleines Geschenk, wenn Sie so möchten, in Form dessen, dass eben die Europeripherie von niedrigen Zinsen profitiert hat aufgrund der Gemeinschaftswährung Euro. Man hat dann dieses Zinsgeschenk leider Gottes verkonsumiert. Man hat das genutzt, um naja, eigentlich nicht viel Produktives zu tun, sondern vieles ist einfach in den Konsum gewandert. Und wenn Sie dann nochmal diese Phase hier nehmen, insbesondere ab 2000, also diesen Aufstieg von China und diesen massiven Veränderungen in der Weltwirtschaft, Globalisierung und ähnliches, Lieferketten, die sich global anders aufstellen, dann sind einfach in dieser Phase auch viele Jobs, die vielleicht früher noch in der Peripherie Europas gewesen wären, die sind einfach abgewandert nach Asien. Und das konnte man eine Zeit lang kompensieren aufgrund dieser Zinsthematik. Und dann hat man aber festgestellt, naja, die Schulden werden stärker, die Bankensysteme sind dann zu sehr gestresst. Und dann hatten wir im Rahmen dieser Finanz- und Hypothekenkrise, die aus den USA kam, auf einmal eine Überstressung des Bankensektors in verschiedenen Ländern. Wir hatten Immobilienpreisblasen, die geplatzt sind, wie beispielsweise in Spanien. Und dann sehen Sie, dass diese Renditen hier wieder deutlich auseinandergingen. Es war eben die Staatsschulden- und Euro-Krise. Dann kam Mario Draghi, der gesagt hat, whatever it takes. Und dann hat man das Ganze hier wieder in Liquidität ersoffen und hat auch viele Maßnahmen vorgenommen, die ordnungspolitisch zumindest diskussionsfähig sind und die vielleicht auch nicht immer im Kontext der Verträge, respektive zumindest im Kontext der Erwartungen, die die verschiedenen Mitgliedsländer hier vor dem Euro-Projekt hatten, vielleicht zu 100% passend waren. Sei es drum, man hat dann, wie gesagt, die Thematik, dass die Schulden entsprechend steigen. Ein Land wie Italien seit 20 Jahren keine reale Steigerung in der Wirtschaftsleistung. Steuern und Sozialversicherungsabgaben werden eben aus der Wirtschaftsleistung extrahiert. Wenn diese Daten eben immer schlechter werden, dann haben sie eben diese Schuldenthematik. Und jetzt haben wir wiederum die Phase, dass man sagt, naja, muss man jetzt mehr tun? Von daher dieser Corona-Schock, der so ein bisschen ein abstraktes Thema ist und der direkt niemand vorzuwerfen ist, der scheint jetzt momentan dieses Vehikel zu sein, um mehr europäische Integration zu haben und eben jetzt in diesem Maße zu sagen, es gibt 500 Milliarden Euro entsprechend hier als, man muss es so sagen, als Zuschüsse. Es gibt 250 Milliarden als Kredite, die werden nach einem gewissen Schlüssel verteilt. Diese Schulden werden über die Europäische Union als Ganzes am Kapitalmarkt aufgenommen, werden erst ab 2027 entsprechend getilgt. Da die Europäische Union der Schuldner ist, werden diese Schulden nicht auf die Schuldenquoten der jeweiligen Länder angerechnet, belastet also dementsprechend auch nicht die Verschuldungsquoten, was auch wieder für Bonitätseinstufungen der Ratingagenturen wichtig ist. Also alles in allem sehen wir jetzt, dass wir
nach dieser Zinsgeschenkthematik, die leider Gottes verpufft ist und nicht produktiv genutzt ist, die dann aufgedeckt wurde durch die Finanzkrise und die Euro-Staatsschuldenkrise, hatten wir dann die Thematik, dass der Euro-Anleihemarkt durch die EZB massiv stabilisiert wurde. Man hat die Renditen nach unten gedrückt. Man hat wieder es nicht geschafft, wirklich strukturelle Reformen anzustoßen. Und nun hat man eben dieses Thema mehr an Integration, was man über diesen Wiederaufbaufonds hier entsprechend vorantreibt. Und die Frage, wie man das werten soll, wird stark davon abhängen, welcher Denkschule Sie angehören. Die Ordnungspolitiker werden natürlich aufschreien. Die anderen werden sagen, naja, in 100 Jahren werden wir zurückblicken und werden sagen, das waren eben die Kinderkrankheiten, die ein einheitlicher Währungsraum mit einem wirklich einheitlichen Europa eben auch so vor sich hatte. Deswegen ist es notwendig, weil auch Europa politisch, regional, militärisch sich entsprechend zwischen den großen Blöcken China und den USA positionieren muss. Wie gesagt, es ist sehr schwer, da heute zu beurteilen, was richtig oder falsch ist. Beide Seiten haben ihre Argumente, aber wie gesagt, deswegen für Sie nochmal diese Einordnung in den geschichtlichen Kontext. Und dementsprechend bleibt jetzt zu hoffen, dass die Kriterien, die hier für die Vergabe der Gelder relevant sind, also sie sollen eben klimapolitischen Aspekten dienen, sie sollen das Thema Digitalisierung nach vorne bringen, was ja positiv wäre. Sie sollen insgesamt auch die Robustheit der europäischen Wirtschaft stärken. Also es bleibt zu hoffen, dass man mit diesen zweckgebundenen Kriterien, dass es dann wirklich auch so ist, dass man hier langfristige Ziele erreicht, dass wir einen langfristigen positiven Effekt haben und jetzt nicht nur hier entsprechend wiederum den Aspekt, dass wir mit mehr Geld einfach nur notwendige strukturelle Reformen wiederum nicht tun, um dann in 10 Jahren festzustellen, dass man wiederum in die Systeme eingreifen muss, wieder ordnungspolitisch fragwürdig handelt und eben noch mehr Vermögensverschiebungen hier hat. Also das zur Situation in Europa. Was wir ganz klar festhalten müssen als Anleger, und das ist nur eine Auswirkung, dieses Mehr an Integration wird tendenziell dazu führen, dass der Euro wahrscheinlich stärker werden wird. Und ich habe Ihnen das hier mal auch mal mitgebracht. Man sieht hier so die Euro-Dollar-Risikoprämie. Und was Sie hier vereinfacht typischerweise sehen, ist, dass man sich eben fragt, naja, der Euro-Dollar-Wechselkurs, was ist nicht erklärt durch die Zinsdifferenz, also durch das, was man fundamental berechnen würde zwischen dem Euro und zwischen dem Dollar. Und das sehen Sie hier, das ist dieser Wert. Und es ist jetzt davon auszugehen, zumindest in der Theorie, dass wir durch dieses Mehr an Integration, was ordnungspolitisch, wie gesagt, angreifbar ist, dass diese Risikoprämie des Euros gegenüber dem Dollar hier entsprechend zurückgeht. Und das würde dementsprechend dafür sorgen, dass der Euro hier aufwertet. Warum? Weil eben eine politische Risikoprämie aus dem Markt letztendlich verschwindet, sich reduziert. Und das hat natürlich nicht nur gegebenenfalls Auswirkungen auf die Währung, dass eben der Euro ein Aufwertungspotenzial gegenüber dem Dollar hat, sondern das hat vielleicht auch die Konsequenz, dass Vermögenswerte, die beispielsweise in Europa deutlich günstiger sind, weil sie einfach bei weitem nicht so starke Wertentwicklung hatten im Aktienmarkt, beispielsweise wie in den USA, dass man hier auch sieht, dass sie wieder Kapitalflüsse haben in den Euroraum, weil eben die Investoren feststellen, Moment mal kurz, US-Aktien sind ja ziemlich teuer geworden, europäische Aktien sind jetzt 10 Jahre lang so gut wie gar nicht gelaufen, sind also deutlich günstiger. Und wenn jetzt die Risikoprämie aus der politischen Thematik geringer wird und wenn gleichzeitig natürlich auch entsprechend hier Gelder umverteilt werden, dann ist das ja positiv für den Unternehmenssektor. Und wenn es positiv für den Unternehmenssektor ist, dann ist das eine relative Attraktivität des Aktienmarktes in Europa, die hier ansteigt. Und von daher sehen Sie schon dieses Thema EU-Wiederaufbaufonds oder Next Generation European Union, egal wie Sie dieses Thema nennen wollen. Das ist wirklich etwas, was Sie von verschiedenen Perspektiven betrachten müssen. Das eine ist die ordnungspolitische Perspektive, das andere ist die Vermögensverschiebungsperspektive vom Norden in den Süden, das andere ist der Transfer vom Gläubiger zum Schuldner. Aber wir haben immer auch Effekte auf den Kapitalmarkt, wie eben dargestellt. Wir haben aber auch Themen, die den Anleger sehr, sehr konkret betreffen, die beispielsweise sagen, ich habe Gold, Gold wird im Dollar abgerechnet, wenn der Dollar abwertet, was heißt das für meine Dollarbestände? Ich bin vielleicht sehr stark über globale Fonds und ETFs in Dollarpositionen oder in Fremdwährungspositionen investiert. Das war sehr gut, solange wir diese politische Risikoprämie des Euros hatten.
Aber wenn die sich jetzt reduziert und der Euro abstruserweise trotz der ganzen Probleme aufwerten würde, und dann bei Währungen sind mal sehr schnell 6, 7, 10% Bewegung auch drin, wenn sowas ins Laufen kommt, dann hat das natürlich sehr starke Auswirkungen auf die Positionierung des Portfolios, weil dann eben die europäischen Werte relativ besser laufen könnten. Das heißt, zumindest sollte man in der aktuellen Phase seine Portfoliostruktur betrachten und diesen Währungseffekt mal durchdenken und auch diesen Effekt, der das Mehr an europäischer Integration, bei der die Finanzierungsmittel moralisch und politisch fragwürdig sind, aber sie werden trotzdem umgesetzt werden. Da kann man sich sehr sicher sein, einfach weil es zumindest aus der politischen Perspektive keine Alternative gibt. Das hat wirklich massive Auswirkungen hier für die Vermögensstruktur. Und positiv kann man sagen, die Euro-Stabilität wird höher. Das sieht man ja auch daran, dass beispielsweise der Euro sich in den jüngeren Tagen schon ein bisschen stärker gezeigt hat gegenüber dem Dollar. Das sieht man vielleicht auch daran, dass die Stressindizes, die die Europäische Zentralbank berechnet, auf einem überschaubaren Niveau verharren. Und daher schon dieser Aspekt in diesem ganzen Krisen Modus, in dem wir uns befinden, diesen ganzen Rezessionsdaten, diesen ganzen Horrormeldungen zu Arbeitslosenquoten und Konjunkturdaten, die wir noch erwarten dürfen, darf man diesen strategischen Blick nach vorne hin nicht verlieren, weil das sind hier wirklich Themen, die werden uns immer noch beschäftigen in ihren Konsequenzen, wenn das Corona-Thema lange, lange nicht mehr diesen Fokus hat, wie es momentan sich darstellt. Blicken wir nochmal auf die Notenbanken, Zinsen und Inflation. Hier nochmal dargestellt, die Notenbankbilanz der USA, also der US Fed, so muss man es ja korrekterweise sagen, wobei man ja bei dem aktuellen Hand-in-Hand-Agieren von Finanzministerium und US-Notenbank durchaus das Gefühl bekommen könnte, dass diese beiden Einheiten gedanklich fusioniert sind. Der Staat macht Schulden wie noch nie. Das Defizit ist historisch. Die Schulden werden finanziert über die Notenbank. Es gibt Eingriffe am Markt für Unternehmensanleihen. Sie kennen das alles. Und von daher, Sie sehen schon hier, die Bilanz der Notenbank hat sich massiv erhöht. Das war der Anstieg im Rahmen der Finanzkrise, also roundabout von 1 Billion auf 2 Billionen Dollar. Dann sehen Sie diese verschiedenen Anleiheaufkaufprogramme, die wir hatten über die Jahre. Also Sie sehen schon, der Weg von 2 bis, naja, 4,5 Billionen, also diese 2,5 Billionen, das hat mehrere Jahre gedauert. Und jetzt sehen Sie mal, jetzt haben wir hier innerhalb von weniger Wochen sind wir ja von 4 Billionen auf 7 Billionen nach oben gestiegen. Meine persönliche Meinung ist, das wird noch weitere Programme benötigen in den USA, um hier entsprechend die Wirtschaft zu stützen. Und von daher, vielleicht sehen wir eine Bilanzsumme von 10 Billionen US-Dollar. Und das zahlt natürlich auch wieder da auf das Argument ein, dass Gold strategisch gesehen, kurzfristig vielleicht etwas überkauft ist, aber strategisch gesehen Gold da mit Sicherheit seinen Platz in der Vermögensstruktur rechtfertigt, dass die Überschussliquidität natürlich auch die Aktienmärkte begünstigt, aber nicht nur die Aktienmärkte begünstigt, sondern auch dafür sorgt, dass es weniger Ausfälle in der realen Wirtschaft gibt. Weniger Ausfälle in der realen Wirtschaft bedeuten weniger Kreditabschreibungspotenzial für die Banken. Weniger Abschreibungen bedeutet ein gesünderes Bankensystem, und ein gesünderes Bankensystem kann eben entsprechend auch seine Rolle in der Finanzierung von Unternehmen und auch von privaten Haushalten natürlich besser durchführen, als wenn sie die Bilanzsumme der Notenbank konstant lassen und die Wirtschaft hier entsprechend im wahrsten Sinne des Wortes vor die Hunde gehen lassen. Mittlerweile ja rund 40 Millionen Arbeitslose entsprechen hier im Rahmen dieses Corona-Schocks. Man schätzt, dass 40 bis 50% dieser Person durch die Programme, durch die zusätzlichen Zahlungen zum Arbeitslosengeld aktuell ein höheres Einkommen generieren, als sie in ihrem typischen Job generieren. Also das heißt, zu Hause bleiben zahlt sich mehr aus, als arbeiten zu gehen, was es für die Unternehmen schwer macht, die Leute wieder zurückzuholen. Tendenziell fast 70% der freigesetzten Personen sind Personen, die relativ gering qualifiziert sind. Und von daher erklärt sich vielleicht auch, warum diese Zusatzliquidität von diesen Menschen benutzt wird, um Kreditkartenschulden zurückzuzahlen, die Sparquote nach oben zu nehmen oder eben, wenn man zu Hause in der Quarantäne sitzt, ein bisschen im Aktienmarkt zu spekulieren. Also da gibt es schon ein Bild, was sich aus den verschiedenen Indikatoren hier sehr, sehr plausibel zusammensetzt, wenn man mal die Denke und die Emotionen der Menschen berücksichtigt. Also steigende Notenbankbilanzen, die werden das Ganze auch in Japan sehen. Japan jetzt jüngst sein Konjunkturstimulus im Rahmen des Corona-Schocks von 1 Billion Dollar auf 2 Billionen US-Dollar erhöht. Also Sie merken schon, die Summen, über die wir hier reden, die sind wirklich dramatisch. Auf der anderen Seite der Preis des Geldes auf globaler Ebene, das ist natürlich die Rendite für Staatsanleihen der USA, und auch das mitgebracht
Papiere mit 10-jähriger Laufzeit, Sie sehen es hier, 0,7% Rendite pro Jahr. 30-jährige Laufzeiten, 1,48% vor Kosten, vor Inflation. Das heißt, der US-Staat kann sich für 30 Jahre zu 1,5% refinanzieren. Das ist natürlich historisch niedrig. Und Sie sehen schon hier, wo wir mal herkommen. Da hatten wir zweistellige Renditen. Wir hatten ja zumindest noch Anfang der 2000er Jahre irgendwo Renditen. Sie sehen schon hier, irgendwo zwischen 4 und 6%. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bild heute. Und von daher löschen Sie Ihr finanzielles Gedächtnis. Die Erwartungen nach vorne müssen heute ganz andere sein als in der Vergangenheit. Die Welt der Zinsen, der Renditen, der Notenbanken und auch der Regierungsmaßnahmen ist heute eine andere. Und von daher das ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Vermögensstrukturierung nach vorne. Thema Inflation, die große Gefahr, die viele sehen, ist ja, wir sehen einen Angebotsschock, weil die Unternehmen einfach weniger produzieren. Wir haben Lieferketten, die nicht so gut funktionieren. Gleichzeitig haben wir einen Nachfrageschock, weil der Konsument und die Unternehmen natürlich einfach weniger nachfragen. Und die Gefahr, die man sieht, ist, dass man sagt, naja, der Konsument fängt wieder an zu konsumieren, aber die Unternehmen können ihr Angebot nicht hochfahren. Und dann trifft eine steigende Nachfrage auf ein zu geringes Angebot. Das muss zu Inflation führen. Aktuell sehen wir eher disinflationäre Tendenzen. Ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, was der Kapitalmarkt erwartet. Die langfristigen Kapitalmarkterwartungen, auf die auch die Notenbanken sehr stark schauen, für 5 Jahre, in 5 Jahren. Sie sehen es hier dargestellt, die USA in türkisblau 1,8%, die Eurozone bei 1%. Also der Kapitalmarkt erwartet momentan keine großen Inflationsüberraschungen. Das ist zumindest positiv. Auf der anderen Seite macht es momentan den Erwerb von inflationsgebundenen Staatsanleihen relativ günstig, was durchaus aktuell ein interessantes Thema sein kann. Auf der anderen Seite sorgt die niedrige Inflationserwartung dafür, dass die Notenbanken sich für ihre Maßnahmen nicht rechtfertigen müssen. Das ist natürlich positiv für die Programme. Negativ ist, dass die geringe Inflation dieses ganze Thema finanzielle Repression nicht so richtig voranbringt. Die finanzielle Repression basiert ja darauf, dass sie Zinsen unterhalb der Inflationsrate haben und sich damit quasi der Gläubiger relativ sanft entschuldet und es keinen Schuldenschnitt oder keine massive Monetarisierung der Staatsverschuldung benötigt. Und ohne Inflation funktioniert das natürlich nicht. Von daher, je geringer die Inflation, desto weniger funktioniert finanzielle Repression, desto stärker werden die sichtbaren Maßnahmen auch sein, desto größer wird auch der Druck sein, über das Thema Schuldenerlass zu sprechen, über das Thema Schuldenerlass via Notenbanken. Also von daher, Sie sehen schon, Sie müssen die Thematik immer aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Was aus der einen Perspektive positiv ist, niedrige Inflation, ist aus der anderen Perspektive eben durchaus negativ, weil es eben noch andere Eingriffe tendenziell verstärken könnte. In dieser ganzen Gemengelage, ist jetzt nur ein Ausschnitt, stellt sich natürlich die große Frage, Favoritenwechsel am Aktienmarkt. Sie haben das gesehen in den letzten Jahren, Aktien Europa, Aktien Schwellenländer waren deutlich schwächer als Aktien USA. Aber auch innerhalb der USA sieht man, wenn Sie die kleinen und mittleren Titel betrachten, wenn Sie alles betrachten, was jetzt nicht Technologie, Healthcare und Pharma ist, sehen Sie auch, da gab es erhebliche Probleme und von daher denken Sie mal dran, der S&P 500 und Nasdaq, das ist nicht der Indikator für die Wirtschaft, sondern der Indikator für die Wirtschaft eher ein Russell 2000 oder ein S&P 600, wo Sie eben die kleinen und mittleren Werte drin haben. Alles in allem, Sie wissen, wir schauen sehr stark auf Charakteristika, die Unternehmen teilen, sogenannte Faktorprämien. Und auch da sehen Sie für die letzten 12 Monate diese Differenz zwischen den Themen, die Momentum getrieben sind. Sie wissen, dort werden die Favoriten entsprechend höher gewichtet und beispielsweise im Thema Value, also diesem Thema Substanzwert, da sehen Sie auch schon diese relative Differenz. Und wenn wir uns das mal im längerfristigen Kontext anschauen, eben auch auf Sicht von 5 Jahren, dann sehen Sie auch hier das, was wir gesehen haben, vergleichbar Europa gegen USA bei meiner Startgrafik. Sie sehen hier Value auf Sicht von 10 Jahren entsprechend hier eine Rendite. Erst auch auf 5 Jahren eine Rendite von minus 1,12%. Auf der anderen Seite Momentum plus 63% Quality, wo Sie auch Unternehmen mit guter Gewinnentwicklung und soliden Bilanzen drin haben, eben auch plus 40. Und von daher, wichtiges Thema, dieser Favoritenwechsel am Aktienmarkt,
ist momentan durchaus ein Thema, was nicht heißen soll, sich jetzt aus Momentum-Aktien oder Qualitätstiteln zu verabschieden, aber zu überlegen, ob nicht innerhalb der Aktienquote ein gewisses Rebalancing Sinn macht, Europa vielleicht mal zu überdenken, wenn sie bisher sehr US-lastig geworden sind oder eben auch entsprechend hier die Charakteristika des Aktienportfolios breiter zu strukturieren. Deswegen, Pflicht für den Anleger muss sein, die Charakteristika seines Aktienportfolios zu kennen, so die Perspektive, die wir unseren Kunden zeigen. Das heißt, man schaut nicht nur auf die regionale Aufteilung, die Sie hier oben sehen, sondern insbesondere natürlich auch auf genau diese Charakteristika, die ich Ihnen eben dargestellt habe. Und deswegen dieser Blick auf, was ist zyklisch, was ist entsprechend zinssensibel, was sind klassische defensive Vermögenswerte, der in der aktuellen Phase wichtiger denn je. Und auch dieses Thema Bewertungsfragen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Cashflow-Verhältnis, das sollte man eben analysieren, weil wir eben jetzt durchaus in den nächsten Monaten das Potenzial für Wendepunkte haben, was nochmal nicht heißen soll, sich jetzt einseitig innerhalb der Aktienquote zu positionieren, sondern die Aktienquote auf den Prüfstand zu stellen, die Charakteristika zu analysieren und auf Basis eines Verständnisses für die aktuelle Aktienquote und die sich möglicherweise veränderten Rahmenbedingungen, wie ich sie dargestellt habe, hier eine vernünftige Entscheidungsbasis zu haben, um sich innerhalb der Aktienquote auszurichten. Die Anleihenkennzahlen finden Sie jetzt hier nicht. Der Grund ist relativ simpel. In dieser Auswertung haben wir nur den Aktienteil eines Depots analysiert. Aber ganz klar, die Wechselwirkung aus Währung, aus Zinssensitivität und ist natürlich nicht nur zu berücksichtigen bei Aktien, sondern immer im Gesamtportfolio-Kontext. Wenn Sie Hochzinsanleihen haben, dann haben die auch eine gewisse Aktienmarktrisikoprämie. Wenn Sie Wandelanleihen haben, haben Sie zwar auch Anleihen, aber Sie haben auch eine gewisse Aktienmarktrisikoprämie. Auf der anderen Seite haben Sie mehr Zinssensitivität als bei vielleicht bei Technologieaktien. Von daher, am Ende sollte immer das gesamte Portfolio der liquiden Vermögenswerte analysiert werden und dann dieses liquide Vermögen im Kontext Ihres Gesamtvermögens, inklusive Rentenanwartschaften, Versicherungsguthaben und Ähnlichem, um dann zu sagen, ist das liquide Vermögen so strukturiert, um in Kombination mit meinen illiquiden Vermögensanlagen wie Immobilie, Versicherungsguthaben, Rentenanwartschaft eine Mischung zu ergeben, die in dieser Gesamtgemengenlage aus steigender Verschuldung, steigender Notenbankbilanzen, einer Inflationsgefahr, die optisch niedrig scheint, aber natürlich durchaus vorhanden ist, einem Rentensystem, was demografisch vor großen Problemen steht, wenn die Babyboomer-Generation der 60er Jahre in den nächsten Jahren in den Ruhestand geht, dann muss das liquide Vermögen so strukturiert sein, um mit dem illiquiden Vermögensbestandteil eine Mischung zu ergeben, die eben für diese Herausforderungen, die wir hier ja offensichtlich ja gemeinsam meistern müssen, ist es da gut aufgestellt. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wäre ich auch mit meinen Ausführungen zu